schoolchildren are guests of the Archaeolabor at Kiel University. Here they learn about the work of archaeologists and discover the Neolithic in several consecutive stations. Archäologie ist eben ein wichtiger Forschungsschwerpunkt der Uni Kiel und wir möchten den Kindern und Jugendlichen Archäologie nahebringen. Das fängt bei 10 cm an. Ja, wir haben hier eine Plane aufgespannt, die einen Hausgrundriss widerspiegelt. Das heißt, wenn man den Oberboden abschiebt, sind die Gruben und die Gräben, die die Menschen in der Vorgeschichte dort angelegt haben, sichtbar, weil dort dunkles Bodenmaterial drin ist. Die Schülerinnen und Schüler sollen das kennenlernen und nachvollziehen, also dieses maßstabsgerechte Zeichnen, um daraus dann abzuleiten, wie können diese Häuser wirklich ausgesehen haben. Das ist die Grundlage der Dokumentation, weil diese Befunde, das sind ja keine Funde, die wir mitnehmen können, die sind verloren. Nach der Ausgrabung sind sie zerstört. Deswegen ist die Dokumentation da das elementare Mittel, um die zu erfassen und hinterher die Auswertung damit machen zu können. Ja, das ist unsere Grabungsstätte mit unserem Grabungsprofil. Und da kann man eine Feuerstelle erkennen, man kann Pfostengruben erkennen. Und aus der Feuerstelle haben sie jetzt Proben genommen, also verkohlte Getreidereste, verkohlte Essensreste. Und die analysieren sie jetzt. Diese Pflanzenreste sind ja leichter als Wasser und schwimmen dann auf. Und dann kann man sie abgießen, durch ein Sieb gießen und kann sie analysieren und kann gucken, ob das alte Getreidereste sind oder ob das neue Reste sind. Und das machen die Kinder gerade. Archäologen nennen das schwarzes Gold, ne? weil das natürlich ganz viel erzählt über die Vergangenheit und weil das eben wertvolle Funde sind. Und es sind ganz oft sind es Getreidereste, die verkohlt sind. Wir haben auch ein paar verkohlte Wildäpfel, aber dann weiß man eben, was die Leute damals gegessen haben. Wir haben hier die Binokulare, mit denen können wir die Objekte vergrößern, dass man sieht, es gibt nicht nur ein Getreide. Alles, was wir heutzutage sozusagen finden bei uns auf den Brötchen, dass man das auch tatsächlich in der Vorgeschichte nachvollziehen kann, wann das eingeführt worden ist, wie sich das entwickelt hat und wie sich sozusagen die Ernährungsweise der Menschen weiterentwickelt hat. Mir hat es sehr gut gefallen. Ich hatte auf jeden Fall einen schönen Nachmittag und ich fand besonders toll, die Sachen zu untersuchen. Ich habe jetzt weiß jetzt ein bisschen mehr, was das überhaupt alles ist und wie die Menschen da früher überlebt haben. Mir hat es Spaß gemacht, die ganzen Sachen mit der Pinzette und so rauszunehmen. Mir hat am besten gefallen das Aufzeichnen, weil ich generell gerne zeichne. War eine gute Erfahrung, weil man denkt sich natürlich immer was aus, aber das in der Praxis sozusagen dann zu erproben und zu sehen, wo es eher hakt oder wo es gut läuft, das ist schon ein wichtiger Schritt, um das entsprechend weiterzuentwickeln natürlich. Ach, ich würde sagen, also ich glaube, dieses Graben und selber eine Probe nehmen, das finden die spannend, das mögen die gerne. Und was ich auch immer merke, ist, je mehr sie selber machen können, desto wichtiger und besser ist es für sie. Also desto mehr behalten sie auch. Klar braucht man immer so eine theoretische Einführung, aber wenn man dann selber eine Probe nehmen kann, und der eine kleine Junge wollte das ja auch unbedingt mit nach Hause nehmen, was er da rausgesammelt und bestimmt hat. Und ich glaube, das ist eine coole Sache. Also das mögen die gern. Hi. From the early years of the EAA, excursions have been very important in our annual meetings. They were more than just excursions. Actually, they were field sessions in which local archaeologists had the opportunity to present their archaeological data and results to people from many different places throughout Europe and beyond.
that's creating also the opportunity for expressing what is the contribution of archaeology to the, a full understanding of human past, our present, and our future. That's creating also an opportunity to produce a bigger picture of what European archaeology means.